So, und willkommen zurück. So, also wir müssen ja in unserer jetzigen Folge irgendwo hier ein Schiff suchen. Finde die Z11. Ja, die muss natürlich irgendwo hier sein. Zuletzt hier gesichtet. Die kann hier überall sein. Jetzt fahren wir halt einfach mal hier rum. Da kann es natürlich dann schnell passieren, dass wir das Schiff nicht finden. Und dann ist die Mission nämlich für uns leider verloren. Da, die sind im Gefecht hier. Ich weiß nicht, wo die ist. Oder mal war die... Hier hinten war ein Kampf, dass sie vielleicht hier dabei ist. Ich weiß es nicht. Jetzt fahren wir halt mal hier mit rein. Müssen wir mal gucken, ob sie dabei ist. So, zerstöre feindliche Fracht und ihren Geleitschutz. Hier ist es natürlich cool, weil wir dann noch extra Kriegsanleihen dazu bekommen, weil wir ja die Fracht dann noch viele zerstören. So, jetzt mal schauen. Das ist KI Z7, Z41. Das ist es schon mal nicht. Und die Z34. Nein! Hier ist sie nicht dabei. Und ich glaube, wenn das Gefecht hier rum ist, dann haben wir auch die Mission nicht geschafft. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier alles ist. Frachter, Torpedoboot, Zerstörer, Zerstörer. Oh! Einen Kreuzer nur. So. Schwere Kreuzer geht auf den Frachter. Wir schicken jetzt erstmal unsere Kreuzer nach vorne. Die Zerstörer schicken wir jetzt mal nur ein Stück nach vorne, dass die nicht gleich hier ins offene Feuer reinfahren. So, so lassen wir das. Und wir gehen zu unserem schweren Kreuzer. In Reichweite dürfte er sowieso noch nicht kommen. Fahrt haben wir volle. So, Zerstörer. Fünf Frachter hat der Gegner. In welche Richtung fahren die überhaupt? Ah, die fahren sowieso hier rüber. Das ist schon mal sehr gut. Also es wäre trotzdem bestimmt cool mit dem Flugzeugträger, wenn wir jetzt hier unsere Torpedobombe und so vorschicken könnten, ne? Aber ich weiß halt nicht, wie schnell die dann vom Himmel abgeschossen werden von den Flugzeugen. Das ist natürlich das Nächste. Wie gesagt, weil ich das halt einfach noch nicht probiert habe. Kreuzer, Kreuzer. Ja, jetzt können wir hier mal ein bisschen die mit der Zeit spielen lassen. Dass wir so schnell wie möglich hier vorkommen. Sonst glaube ich, fahren wir hier uns zu Tode noch. Okay. Na, sind wir noch nicht ganz drin. Oh, das ist schon ein Schiff unter Beschuss hier. So, normale Geschwindigkeit, das reicht. Jetzt kommen die Frachter ins Visier. Und der Kreuzer fängt das Schießen an. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, auf wen der schießt. Auf unseren Zerstörer. Müssen wir mal gucken, ob die Entfernung reicht, dass wir vor Schiff so schießen. Oder ob wir... Nee, das passt perfekt. So einen halben Zentimeter vor Schiff schießen, das reicht.
Wie gesagt, nur mit diesen Kreuzern müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Den müssten wir jetzt eigentlich wegkriegen. So. Zerstörer. Oh, warte mal. Z7 ist nicht meiner. Ja, die KI fährt aber eigentlich auch immer ziemlich weit an Gegner ran. Sekundärbewohner. Oh, schau die Torpedos an. Wir könnten, wenn wir Glück haben, den Zerstörer auch erwischen. Ja, die schaut gut aus, die schaut gut aus, die schaut sehr gut aus. Der müsste reingehen. Oh, Blindgänger. Und da trifft man ein Torpedo, da ist ein Blindgänger. Schade. Ja, das ist wirklich schade. Also ihr seht schon, KI-Zerstörer hier extrem angeschlagen. Der wird jetzt auch gleich versenkt. Aber das ist es, wie gesagt, weil die halt einfach viel zu nah dahin fahren. Auf unsere Karlsruhe müssen wir aufpassen. Die ist angekracht. Leicht. So, wo ist jetzt dieser Kreuzer? Zerstörer, Frachter. Da ist er. Jetzt helfen wir aber erst hier drüben ein bisschen mit. Also müssen wir als Kommando über hier ein Schiff übernehmen, schnell. Z41 ist auch nicht unsere, die Z34 auch nicht. Die 21 aber. So, der ist auch weg. Perfekt. So, schwerer Kreuzer. Werden wir jetzt mal auf den hier einhämmern, ein bisschen. Was haben wir hier? Die Karlsruhe. Oh, Torpedo hat getroffen, aber nicht viel. So, die Z21. Schaut gefährlich aus. So, komm weg, Torpedo kommt, Torpedo kommt. Weg, 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 weg. So, hier haben wir die Karlsruhe. Oh, 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 oh. Nein. Jetzt haben wir schon wieder den gleichen Zerstörer verloren. Shit, also wieder 1,75 Millionen. Warte mal, die Zeit. Na okay, da kann man es erstmal so lassen. Oh, wo ist die? Genau, du sollst mal bitte abhauen. Der schwere Kreuzer. Die hauen wir auch mal zurück, dass die abhaut. Das ist natürlich ärgerlich, wenn wir jetzt schon wieder ein Schiff hier verloren haben, was wir eigentlich nicht möchten. So, jetzt werden wir dem hier einen Rest geben. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt nicht noch die Karlsruhe verlieren, wenn wir Pech haben. Ich soll schnell schauen, dass dieser Kreuzer hier wegkommt. Komm, haut's ihn weg. Gott sei Dank, Kreuzer ist weg. Hey, warte mal, versenkte Frachter. Ach, da ist noch einer. Den wollen wir natürlich noch.
müsste man ja gleich haben. So, da haben wir ihn. Aber wie gesagt, leider einen verloren und einer sehr, sehr beschädigt. Shit. So, aber jetzt schaut mal die Kriegsanleihen her. Vorhin hatten wir nur um die 5 Millionen. Jetzt sind wir schon bei über 7 Millionen. So, haben wir noch Zeit, um das Schiff zu finden? Ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir hatten schon mal so eine Mission, wo wir das Schiff nicht gefunden haben. Das Problem ist halt, weil das hier angezeigt wird, ist die Frage, ist der jetzt so nur in diesem Bereich? Oder ist der wirklich woanders da? Wir können ja wirklich mal jetzt hier runterfahren. Sehen wir ja. Dass er sich vielleicht irgendwo hier hingezogen hat. Ah, wir können hier nicht runter. Nein. Da ist also Schluss. Ich weiß nicht, ist es die hier? Ah, Z-13. Zerstörer, Zerstörer, Kreuzer, halt. Zwei Kreuzer. Also, den hauen wir raus. Den hauen wir raus. Greifen wir natürlich an. Was hat der Gegner? So, Zerstörer. Da waren auch Zerstörer dabei. Ah, der hat nur einen Zerstörer. So, den dahin. Da greifen wir den und den an. Wo ist unser schwerer Zerstörer? Da. Den hauen wir auch gleich auf den Kreuzer mit drauf. So, werden wir doch wohl die 5 Schiffe hier schaffen. Ah, wir sind 6 Schiffe nur. Ah, Moment mal. Achso, ja, weil wir ein Schiff haben wir ja verloren, deswegen. Ein verloren und zwei waren zu stark beschädigt, dass wir die weg haben. Deswegen fällt uns das dritte Schiff. Also wenn wir natürlich jetzt die zwei Kreuzer so schnell wie möglich wegbekommen, dann schaut es eigentlich gut für uns aus. Aber wie gesagt, das Problem sind die Kreuzer. So, hier mal wieder an der Zeit ein bisschen spulen. Ja, aber die Z11 werden wir natürlich nicht finden. Also ich hatte es wirklich schon gedacht, dass es ist, aber ist die nur die Z13. So, hier normale Zeit. Mal schauen. Die sind auf jeden Fall gleich in Feuerreichweite. Sehr gut. Und das ist auf jeden Fall schon mal unser Kreuzer. Ja, du drehst mir ein bisschen zu weit ab. So, der ist in Feuerreichweite. Perfekt. Jetzt werden wir mal einen Zentimeter vor ihn schießen. Aber ich glaube, das... Doch, das wird sogar was. Was haben wir hier? Da ist ein Zerstörer. Jetzt nicht abdrehen. Bleib bitte so auf deinem Kurs. So, jetzt schauen wir nochmal schnell auf die Karte. Zerstörer.
Der auf den. Und der soll hier mithelfen. Schwerer Kreuzer. Ja, warte mal, der ist mir schon wieder viel zu nah hier. So, stark beschädigt. Perfekt. Vielleicht kriegen wir den einen Zerstörer schon mal weg. Ja, da haben wir ihn. Okay. Jetzt können wir mit dem... Ne, ich glaube, bleiben wir bei dem Zerstörer. Oder? Na, der nimmt auch Schaden jetzt. Der nimmt auch Schaden. Oh, 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 oh. So, den Kreuzer haben wir auf jeden Fall gleich weg. Das passt. Da haben wir ihn. Jetzt müsste man wegkriegen mit dem Schuss. Ja. So. Dann haben wir jetzt hier hinten den Kreuzer und da haben wir noch einen Zerstörer. Nächsten Torpedos. Komm, dreh bei, dreh bei. Ja, Hammer. Ah, Zerstörer ist auch weg. So, wo ist unser schwerer Kreuzer? Der fährt hier unten rum, weil wir ihm natürlich kein Ziel gegeben haben, das ist klar. So, müssen wir eigentlich ihn... Zerstörer, alles auf den jetzt drauf. Ich glaube, dass wir ihn jetzt auch mit da drauf schicken. Torpedos werden wir bestimmt sowieso nichts treffen. Torpedo ist halt nicht so meins. Oh. Ne, der muss weg. Der ist mir zu angeschlagen hier. Wieso fährt denn jetzt die Z13 bei uns rein? Nein, 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 nein. Okay, nochmal geschafft. So, Karlsruhe. So, du sollst dich aber jetzt bitte auf den Rückzug machen. Schwerer Kreuzer kommt hier. Alle sind auf der Jagd nach dem Kreuzer hier. Na, ist der letzte. Das ist der letzte. Jetzt kann natürlich mein schwerer Kreuzer auch schießen, super. Ein Schlachtschiff wäre halt wirklich schon mal geil jetzt. Ich glaube, das wird ordentlich Bums machen, wenn das mal trifft. So, du. Kannst aber auch mal ein bisschen schneller hier fahren. Intakt haben wir bei ihr noch alles. Mal ein bisschen hier runter. Jetzt haben wir ihn ja gleich, schaut euch das an. So, schwerer Kreuzer. Ich glaube, bei dem haben wir die Maschine auch erwischt. Seht ihr, wie langsam der jetzt ist. Ah, ein Treffer noch. Ja, da haben wir ihn. Perfekt, aber dafür auch ordentlich Schaden an unseren Schiffen. So, ich habe eine Nachricht von der Admiralität. Mit Stolz verleihe ich Ihnen im Namen des Führers das Deutsche Kreuz, Vizeadmiral. Sie haben sich dieses Auszeichen durch Ihre wiederholten bewiesene Tapferkeit und Ihre Erfolge im Kampf verdient. Na cool. Ja, wir kommen hier langsam schon näher. Wir müssen aber jetzt trotzdem auf jeden Fall mal hier in den Hafen reinfahren. Ja, wir werden das Schiff nicht finden. Ne? Keine Chance.
Boah, schaut mal an, fast 9 Millionen kostet es, die Schiffe zu, reparieren zu lassen. Mal schauen, was wir an dem Hafen hier an Schiffe bekommen. In diesem Hafen nicht verfügbar. Ich frage mich halt nur, wo wir diese Schiffe finden können. Vor allem die Admiral Hipper könnte man jetzt schon kaufen. Und sogar die Graf Zeppelin. Na, Scharnhorst kostet 50.000. Zwei Hauptgeschütztürmen, hat zwar 11 Zoll, aber Flugzeug, nee, wir lassen das jetzt mal so. Sie leisten dem Führer gute Dienste, so, da kriegen wir auch keinen Auftrag, vielleicht weil wir ja den einen jetzt noch haben hier, aber ich wüsste nicht, wo wir dieses Schiff hier suchen sollen, außer wir fahren jetzt einfach mal. Was? Von der Flugzeugdreher Dauntless ausläuft. So, von Bergen. Eine große Flotte. Aber ich befürchte, dass wir das nicht schaffen werden. Halt, wo bin ich jetzt? Warte mal, ist sie die? Ah, da haben wir es. Da oben ist sie. Ja, Gott sei Dank. Wir haben es ja noch gefunden. Perfekt. So, Bergen. Da oben ist der Hafen. Da müssen wir natürlich jetzt schnell hin. Schaut mal an, was hier unten noch Kämpfe werden, wo ich gar nicht mitmachen kann. Es wäre natürlich auch viel cooler, wenn hier mehrere Leute noch mitfahren würden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel der KI einen Befehl geben, geben könnten. Ihr müsst bitte hier oben mithelfen. Aber die Flotte ist noch ein bisschen weg. Also ihr seht schon, 313 Kilometer. Ich frage mich halt, wie es ist, wenn wir mal einen Hafen angreifen, ob wir das schaffen oder nicht. So, da ist der hier. Fahren wir schnell in den Hafen. Nein, das wollen wir noch nicht. Also wir können in den Hafen jetzt nicht rein, um zu schauen, ob wir irgendwas kaufen können. Wir müssen den erst verteidigen. Und da würde ich sagen, das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Oh, hier sind Flieger. Ich weiß gar nicht, ob das bestimmt feindliche Aufklärer oder irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall. Das wird dann bestimmt eine große Schlacht. Hat der Kaiser ein großer Geleitzug. Werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge spielen. Bin ich gespannt, ob wir das schaffen. Aber wie gesagt, erstmal Landungsboote. Und wenn es dann immer hin und einfach Rückzug. Weil dann haben wir es ja gewonnen. Die können den Hafen nicht einnehmen ohne Landungsbooten. Also wie gesagt, erstmal Landungsboote unser Ziel. Auch wieder zurückziehen. In Feind an Strand lassen. Und dann Rückzug. Bleibt uns gar nichts anderes übrig, weil wir einfach zu wenig Schiffe haben. So, genug gebabbelt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.